Einen wunderschönen guten Tag zu einem neuen Video auf Freizeit zu zweit und heute zu unserem schon längst überfälligen Fazit zu unserem Experiment 30 Tage Vanlife. Aber ihr seht schon, hier draußen ist ziemlich ungemütlich, deswegen geht's für euch ins Intro, für uns ins Warme und dann reden wir gleich Tacheles. In den letzten Tagen kam immer wieder die Frage auf, was ist bei oder mit euch passiert? Warum ladet ihr keine Videos mehr hoch? Ja, und unser Experiment 30 Tage Vanlife, das wir am 1. Juni gestartet haben, ist mittlerweile auch schon einen ganzen Monat rum. Aber auch nur so halb, weil aus unserem 30-tägigen Experiment sind mittlerweile, ja, eigentlich 60 Tage geworden, weil wir haben jetzt Ende Juli und wie ihr seht, wir leben immer noch in unserem Bus. Ja, wir sind ganz ehrlich, wir haben eine kleine Unterbrechung gehabt, die wir aber an einer Hand abzählen können. Also insgesamt in den 2 Monaten haben wir 5 Tage in unserer Wohnung geschlafen. Und da kommen wir jetzt auch dazu, warum konnten wir unser Experiment einfach so flexibel verlängern? Wir haben die Situation gehabt, dass wir grundsätzlich eh viel Urlaub im Juni und Juli geplant hatten, weil die deutsche Motorradmeisterschaft eigentlich schon in vollem Gange wäre. Aber Corona-bedingt ist sie leider ausgefallen, deswegen hatten wir sowieso viele verlängerte Wochenenden Zeit. Und dazu kam, ich habe Kurzarbeit, musste also relativ wenig in den Außendienst, war dann doch viel zu Hause. Von dem haben wir einfach die Möglichkeit gehabt, im Juni sowieso kurzfristig unser Experiment zu starten und im Juli das Ganze auch fortzusetzen. Und wir waren 2-mal, eigentlich sogar 3-mal davon im Urlaub. Ihr habt ein Video schon gesehen. Verlinken wir euch da oben. Wir waren in den Niederlanden eine ganze Woche zusammen mit meiner Familie. Die waren auch dabei. Und dann waren wir nochmal unterwegs in Österreich. Wir waren eine ganze Woche in Sölden, Fahrradfahren und Wandern. Und ich war sogar noch ein weiteres Mal in Sölden. Ja, ich war nochmal ein paar Tage Fahrradfahren alleine unterwegs. Und das waren auch die Tage, wo du das Experiment quasi zu Hause fortsetzen musstest. Ich war unterwegs, du warst zu Hause, das ging einfach nicht anders. Aber mittlerweile sind wir fast 2 Monate unterwegs und deswegen kommt auch das Fazit jetzt erst so spät für euch. Langsam kehrt bei uns aber Normalität wieder ein. Die Arbeitswelt hat uns zurück. Ich muss wieder viel in den Außendienst, viel reisen. Du bist auch Früh- und Spätschicht viel eingebunden. Aber das ändert nichts dran. Wir haben unglaublich viele Pläne, die wir einfach nur noch umsetzen müssen. Also seid gespannt. Bleibt definitiv dran. Es kommen einige Videos. Und was ihr jetzt noch nicht sehen könnt, es ist auch schon viel passiert. Das folgt demnächst. Also an der Stelle, wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke. Dann kriegt ihr auch immer eine Nachricht, wenn wir ein neues Video hochladen. Aber jetzt erstmal Zahlen, Daten, Fakten. Und dafür brauche ich einen Spickzettel, weil alles habe ich auch nicht im Kopf. Und jetzt reden wir Tacheles. Ein Monat Van für uns, Vorteile, Nachteile und vor allem auch die Kosten. Wir haben uns überlegt, wie sollen wir das Ganze denn auflisten, darstellen, ja, für die, die das Ganze interessiert. Wir haben das eigentlich in 2 Kategorien aufgeteilt. Das eine sind die unvermeidbaren Kosten. Die unvermeidbaren Kosten, die sowieso anfallen, die ihr einfach zahlen müsst, wenn ihr mit eurem Bus unterwegs sein sollt. Und das andere sind die zusätzlichen Kosten. Ja, die eigentlich theoretisch vermeidbar wären. Das sind die 2 Kategorien, in die wir es aufgeteilt haben. Und wir fangen erstmal an mit den eigentlichen Fahrzeugkosten. Ja, so ein Fahrzeug muss gekauft, muss irgendwie finanziert werden und muss auch versichert sein und da fallen auch Steuern an. Das sind schon mal 3 Positionen, die ihr einfach berücksichtigen müsst, weil ja, von nichts kommt nichts. Das Fahrzeug, ob ihr das kauft oder finanziert, da können wir euch leider keine Kosten nennen, weil das muss jeder für sich entscheiden, welche finanziellen Mittel wir haben. In unserem Fall ist es so, bei uns fällt jetzt nur Steuer und Versicherung an. Steuer im Monat runtergerechnet sind bei uns 20 Euro und Versicherung mit Vollkasko und 500 Euro Selbstbeteiligung kostet uns 45 Euro im Monat. Bedeutet, die fortlaufenden Kosten erstmal nur für unser Fahrzeug sind 65 Euro, die einfach jeden Monat schon mal anfallen, dafür, dass wir unser Fahrzeug überhaupt erst bewegen dürfen. Dazu kommt jetzt in dem Monat, das haben wir euch ja schon erzählt, wir waren relativ viel unterwegs. Heißt, Kraftstoff, Diesel waren bei uns 207 Euro in einem kompletten Monat, inklusive aber eigentlich 2 Urlaubsreisen, einmal in die Niederlande und einmal nach Österreich. Das ist eigentlich gar nicht so viel, aber wir haben auch einen relativ sparsamen 130 PS 2,3 Liter Diesel hier in unserem Fiat verbaut. Den können wir, wenn wir mit Tempomat 100 auf der Autobahn fahren, entspannt mit 7 bis 8 Litern fahren. Wie das im Anhängerbetrieb ist, wissen wir nicht. Das wird wahrscheinlich deutlich mehr, aber 7 bis 8 Liter bedeutet, wenn ihr viel unterwegs seid, in unserem Fall 207 Euro Kraftstoff-Dieselkosten, geht, finde ich, auch vollkommen klar. Aber wir müssen ehrlicherweise sagen, in unserem Experiment waren wir angewiesen auf insgesamt 3 Autos, nicht nur unseren Bus, sondern meinen Firmenwagen und auch noch dein anderes Auto, weil wir sind ortsgebunden, wir müssen ortsgebunden arbeiten. Von dem her waren da auch noch weitere Spritkosten da. Für mich, gut, übernimmt die Firma. Für dich sind es im Monat noch mal ungefähr 80 Euro, um zur Arbeit zu kommen, weil da können wir mit dem Bus nicht stehen. Das muss man einfach im Hinterkopf haben, ob man alleine nur mit dem Fahrzeug auskommt oder nicht. Aber für uns jetzt erstmal 207 Euro, mit denen wir im Monat rechnen, an Kraftstoffkosten. Dazu Wasser. Wir haben Frischwasser, wir haben Grauwasser und wir haben die Toilette. Das sind 3 Positionen, die euch auch Geld kosten. Frischwasser. In unserem Fall ist es so, dass wir insgesamt in einem Monat 350 Liter Frischwasser gebraucht haben. Wir haben einen 100 Liter Frischwassertank und einen 90 Liter Abwassertank. Wir haben 3 oder 4 Mal Frischwasser
Frischwasser geholt, so genau weiß ich das nicht mehr. Aber ja, Kosten, wir haben bei uns, und ihr habt ein Video von uns ja schon bekommen, auch das verlinken wir euch da oben, wie wir quasi uns versorgen mit Frisch- und Grauwasser und auch die Toilette entleeren. Kosten von 10 Cent pro 10 Liter Wasser, heißt 350 Liter Frischwasser, haben uns 3,50 Euro gekostet. Und ich bin ganz ehrlich, wir waren an der Stelle nicht sparsam. Wir haben Wasser benutzt, so wie wir es gebraucht haben. Wir haben geduscht, wenn wir duschen wollten. Wir waren auf der Toilette, wenn wir mussten. Wir haben Geschirr gespült, viel Kaffee gekocht, also sparsam waren wir da nicht unterwegs. Aber was unser Wasser und auch die Toilette betrifft, müssen wir ehrlicherweise sagen, trotz Corona hatten wir beide Zugang zu einem Fitnessstudio und das war für uns super gut, weil da konnten wir einfach regelmäßig auch duschen und die Toilette nutzen. Von dem her passen die Kosten nicht ganz zu denen, die anfallen würden, wenn ihr wirklich nur Vollzeit in eurem Bus lebt und nur auf die Versorgung hier angewiesen seid. Aber in unserem Fall 350 Liter Frischwasser für alles Mögliche, was hier anfällt. Und Toilette. Ja, wie oft haben wir die Toilette entleert? Wir mussten 8-mal unsere Toilettenkassette entleeren, um bei durchschnittlichen Kosten von 1 Euro bis 2 Euro Gesundheit. Von 1 bis 2,50 Euro, je nachdem, ob ihr das Ding einfach nur irgendwo ausleert oder in eine Camper-Clean-Station geht, wo ihr die Kassette reinschiebt und das Ding vollautomatisch gesäubert wird. Ja, haben wir jetzt einfach mal veranschlagt, 15 Euro im Monat für 8-mal Toilettenkassette entleeren. Ich denke, das sollte auch relativ realistisch sein, unabhängig von Corona. Nutzt ihr auch mal außerhalb von eurem Bus Toiletten oder auch eine Duschmöglichkeit. Von dem her geht es, denke ich, vollkommen klar. Wir kommen mit einer Kassette, ich weiß nicht genau, wie groß die ist, ich denke, das sind Standardgrößen, kommen wir 2 bis 3 Tage aus, wenn wir hier wirklich unterwegs sind und die nur nutzen. Danach muss das Ding aber ausgeleert werden. Gut, aber bei uns unterm Strich, wie gesagt, 8-mal und Kosten von 15 Euro. Grauwasser war bei uns der günstigste Punkt auf der kompletten Liste, weil 0 Euro, ja. Wir konnten überall, wo wir waren, an allen Fähr- und Entsorgungsstationen, unser Grauwasser immer kostenlos ablassen. Super gut, von dem her war auch die günstigste Alternative und passt. Geht vollkommen klar. Ja. Aber es sei dazu gesagt, wir haben auch Entsorgungsstationen gesehen. Da hätte auch das 50 Cent oder 1 Euro gekostet und ihr hättet das Ganze mit einem Schlauch machen müssen. Aber in unserem Fall, wir konnten immer kostenlose Stationen anfahren und von dem her 0 Euro. Und das war Thema Wasser. Ja, und das sind eigentlich auch schon alle unvermeidbaren Kosten, die zwangsläufig anfallen. Du hast das Gas vergessen. Ja, wir heizen mit Gas, wir bereiten unser warmes Wasser mit Gas auf und wir brauchen einfach Gas zum Kochen. Gas, bei uns ist es so, wir haben zum Glück eine Tankgasflasche eingebaut mit einem Außentankanschluss. Heißt, wir müssen nicht warten, bis irgendeine Gasflasche leer ist, um die komplett zu tauschen, sondern wir können eine normale Tankstelle anfahren, können diese Tankflasche auch wieder auffüllen. In unserem Fall haben wir das 2-mal gemacht. Das waren Kosten von ungefähr 10 Euro und damit kommen wir auch vollkommen aus. Es waren relativ kühle Monate und auch in Österreich und in den Niederlanden war es einfach sehr kalt. Wir haben zum Teil durchgeheizt und auch viel warmes Wasser benötigt und haben dann nicht gespart. Aber wie gesagt, 10 Euro im Monat für Gas, da kommt ihr definitiv auch in kälteren Monaten und an kälteren Tagen mit aus. Im Sommer, ihr braucht keine Heizung, ihr braucht vielleicht ein bisschen warmes Wasser. Da sind die Kosten deutlich geringer, aber für uns 2-mal nachgetankt, 10 Euro vollkommen geht auch vollkommen klar. Und ja, jetzt kommen wir zu den eigentlich theoretisch vermeidbaren Kosten, worunter wir auch Lebensmittel zählen. Lebensmittel, ihr müsst natürlich was essen, aber das ist ein Faktor, der ist total unabhängig und individuell und hängt ganz stark an euch zusammen. Was kauft ihr ein? Wie viel Wert legt ihr auf qualitativ hochwertige Lebensmittel? Wo kauft ihr ein? Was wir auf jeden Fall gemerkt haben, und da kommen wir auch schon zu Vor- und Nachteilen von Leben im Bus, wir hatten am Anfang wirklich ein paar Probleme einzukaufen. Zu Hause waren wir es gewohnt, wir kaufen einfach einmal die Woche das ein, was wir für die Woche brauchen. Das können wir hier drin nicht machen, weil wir wissen gar nicht, wohin mit. Und das zweite Problem ist, frische Lebensmittel sind bei uns unglaublich schnell einfach geschimmelt. Wir haben die zum Teil in unsere Schränke gepackt, weil im Kühlschrank nicht so viel Platz war. Und seien es Karotten oder Zwiebeln oder alles Mögliche, ist super schnell einfach verdorben gewesen. Also wenn ihr wisst, warum, oder wenn ihr da Tipps habt, wo ihr eure Lebensmittel aufbewahrt, bitte, schreibt es in die Kommentare, würde uns wirklich interessieren. Weil für uns war es ein echtes Problem, auf Vorrat zu kaufen. Ja, wir mussten eigentlich relativ oft einkaufen. Spätestens alle 2 Tage ging es für uns in den Supermarkt und wir mussten Lebensmittel kaufen. Und deswegen ist bei uns auch der Faktor Lebensmittel ein extrem großer. Und da sind wir wirklich erschrocken, als wir die Kosten für Lebensmittel aufgelistet haben, weil wir sind, ungelogen, in einem Monat Vanlife bei 778 Euro Lebensmittel gewesen. Dazu müssen wir allgemein natürlich sagen, wir legen sehr, sehr viel Wert auf unsere Ernährung. Wir kaufen hochwertige Lebensmittel ein. Auch regionale Lebensmittel waren viel auf Wochenmärkten einkaufen, so viel es denn ging. Und es ist nicht unbedingt ein Faktor, wo wir Wert drauf legen, viel Geld zu sparen, weil da bei uns Qualität über Kosten geht. Aber 778 Euro ist schon sehr, sehr viel und übersteigt auch bei weitem das, was wir normalerweise zu Hause immer gebraucht hätten. Aber dazu kommt, wir waren mehrfach essen, auch mit meiner Familie. Wir waren zu fünft unterwegs, waren 2-mal essen in den Niederlanden, haben auch für mehrere Personen eingekauft und da kommen einfach größere Kosten zusammen. Ja, und so war es dann halt, dass wir knapp
800 Euro an Lebensmittel hatten. Da war aber auch ab und zu mal ein bisschen Non-Food dabei. Wir haben uns eine Strandmatte gekauft, die vor dem Bus liegt, um einfach sandige Schuhe abzustreifen. Eine Thermoskanne. Und eine Thermoskanne. Das waren so Sachen, die fallen da auch drunter rein. Hätte man durchaus sparen können. Und auch essen muss man nicht unbedingt gehen. Aber für uns die Kosten. Es war halt so. Aber in einem normalen Monat zu Hause, wir haben auch da schon mal geguckt, wo liegen wir preislich denn? Kommen wir eigentlich mit 300 bis 350 Euro auch hochwertige Lebensmittel zu zweit gut aus, wenn wir da gar nicht auf den Preis schon sparen wollen. Also normalerweise, wenn wir jetzt diese Rechnung hier für euch machen, die durchschnittlichen Kosten im Monat, müssten wir eigentlich mit 350 Euro rechnen, weil der Monat Juni bei uns war eine Ausnahme, dass der einfach mit 778 Euro so in den Geldbeutel geschlagen hat. Haben wir voll auf den Putz gehauen. Ja, da haben wir Gas gegeben. Jetzt haben wir noch was Schönes, was eigentlich zusätzliche und theoretisch vermeidbare Kosten wären. Und dazu wird es definitiv noch ein weiteres Video geben. Für unsere Gimmicks, die wir auf Reisen dabei haben, die wir nicht mehr vermissen wollen. Das ist in dem Fall zum Beispiel unser mobiler Router. Ja, Kosten, was wir da für einen Vertrag haben, das verraten wir euch dann in einem anderen Video. Aber wir zahlen am Tag 99 Cent für unbegrenztes Internet. Funktioniert leider nur in Deutschland. Aber auch das sind dann Kosten von 30 Euro im Monat, die einfach anfallen, wenn ihr das braucht. Könnte man drauf verzichten, wollten wir nicht drauf verzichten, weil wir haben euch so auch Videos hochgeladen, ja, und waren einfach deutlich flexibler, auch mal übers Internet Radio zu hören oder Videos zu schauen. Für uns wichtig, haben wir immer dabei, können wir flexibel kündigen oder wieder abschließen, aber 30 Euro Zusatzkosten im Monat für mobiles Internet und das war es dann theoretisch auch schon. Viel mehr Kosten sind bei uns gar nicht angefallen, wobei unterm Strich waren es dann doch genug, weil wenn wir jetzt mal alles zusammenzählen und wir listen euch das alles auch nochmal auf oder blenden euch das hier irgendwo in dem Video ein, ansonsten findet ihr es unten in der Videobeschreibung, da packen wir euch einen Link rein zu unserer Homepage, da listen wir euch das alles nochmal auf oder packen euch eine Excel-Tabelle rein, dass ihr das auch für euch vielleicht mal rekalkulieren könnt, wie teuer das für euch wäre, wenn ihr im Bus lebt. Bei uns ist es so, wenn wir das jetzt alles zusammenrechnen, haben wir mit den durchschnittlichen Kosten, die wir für Lebensmittel veranschlagen, 680 Euro im Monat Kosten für uns Leben im Bus. Von den Kosten, ob die 680 Euro jetzt wirklich viel sind oder nicht, ich habe da absolut kein Gefühl dafür. Aber das dürft ihr gerne mal unten in die Kommentare packen. Ist das für euch viel? Ist das für euch wenig? Vielleicht habt ihr auch Erfahrung oder lebt sogar im Bus. Packt das mal da unten rein, es würde mich echt interessieren, ob wir da drüber oder drunter liegen, weil ich habe da absolut kein Gefühl dafür. Aber Fakt ist, ja, die Kosten, die zu Hause anfallen für Lebensmittel und Co., die fallen natürlich hier auch im Bus an. Und wirklich günstiger, ja, ist natürlich die Frage, ob ihr das Ding gekauft habt oder nicht, ob ihr das finanzieren müsst oder nicht. Ja, wenn ihr natürlich ein bezahltes Fahrzeug habt und keine Miete mehr zahlen müsst, ist es natürlich relativ günstig, weil ihr nur noch die fortlaufenden Kosten habt, wie Lebensmittel und Co. Aber ansonsten, ja, ich bereue es auf keinen Fall, auch wenn es noch viel mehr gekostet hätte, weil es ist definitiv eine Erfahrung wert. Und der größte Vorteil für uns ist und bleibt einfach, wir sind flexibel. Die Flexibilität, dass wir sagen können, wir fahren von A nach B, wir wollen heute woanders sein, ist einfach super, super groß, weil ihr macht die Tür auf und ihr habt den größten Garten der Welt. Den haben wir zu Hause nicht, wir haben nur eine kleine Terrasse. Und das ist für uns auch schon der größte Vorteil, wirklich, dass wir einfach stehen konnten, wo wir wollten. Aber der größte Vorteil ist gleichzeitig auch der größte Nachteil. Wir müssen ortsgebunden arbeiten. Heißt, unser Radius, in dem wir Stellplätze suchen konnten, ja, waren meistens 10 bis 15 Kilometer. Ja, und der Bus stand dann tagsüber quasi alleine. Das ist der größte Nachteil für uns, weil unsere Jobs, sind wir ganz ehrlich, passen einfach nicht zu Vanlife. Wenn ihr da was anderes habt, natürlich, ihr von unterwegs arbeiten könnt, außer eurem Bus, ist es das Beste, was euch passieren kann, weil dann könnt ihr wirklich hinfahren, wo ihr wollt und könnt von unterwegs Geld verdienen. Wir können es leider nicht, aber für alle, die da Tipps, Tricks, Erfahrungen haben, wie man vielleicht den Umstieg schafft, wenn man auch nicht wirklich was gelernt hat, was man von unterwegs machen kann, packt es in die Kommentare, würde mich interessieren, wie ihr damals den Weg gegangen seid. Und ich würde auch jedem empfehlen, macht's einfach, ihr habt nichts zu verlieren, ich will es jederzeit wieder machen. Und ihr seht, wir haben mit einem Monat gestartet, sind im zweiten Monat immer noch unterwegs und werden das auch so weitermachen, weil früher war es so, wir waren in der Wohnung und haben gesagt, komm, wir fahren weg. Mittlerweile sind wir quasi im Bus und sagen, komm, wir gehen mal nach Hause. Und vor allem einen weiteren Vorteil, den ihr habt, wenn ihr im Bus lebt, zumindest war es in unserem Fall so, ihr bekommt ein ganz anderes und neues Bewusstsein für Zeit und dafür, was ihr mit eurer Zeit anstellt. Diese ganzen Routinen, die ihr zu Hause habt, was ihr quasi vor, nach und um die Arbeit macht, das müsst ihr hier natürlich alles neu finden. Und dann fragt ihr euch auch manchmal, ja, war das denn gut so, wie ich das immer gemacht habe? Und bei uns war es so, dass wir ein ganz neues Zeitgefühl bekommen haben dafür, was wir eigentlich mit unserer Zeit anstellen. Also die Zeit, die uns blieb, haben wir ganz anders und für uns viel sinnvoller und qualitativ hochwertiger genutzt wie zu Hause. Aber einfach mal sich Zeit zu nehmen für wesentliche Dinge, das haben wir hier ganz neu gelernt und das ist ein weiterer Tipp. Macht das mal den Schritt raus von eurem Alltag, von den vier Wänden, einfach mal eine Zeit im Bus zu leben und nicht nur in den Urlaub zu fahren, sondern auch wirklich Alltag zu bestreiten. Mich würde es auch echt interessieren, wenn ihr das gemacht habt, vielleicht in der Vergangenheit oder jetzt damit startet, packt das alles bitte definitiv in die Kommentare, weil ich finde es super spannend von euch da zu hören, wie ihr das seht.
was ihr macht, wie ihr das macht. Und an der Stelle lasst uns auch gerne natürlich ein Like da oder auch ein Dislike, wenn euch irgendwas nicht gefallen hat, weil davon können wir lernen und es werden noch viele, viele Videos kommen, weil an der Stelle, wir haben schon viel zu viel erzählt und viel zu viel gelabert über unser Experiment 30 Tage Vanlife und an der Stelle sagen wir schon mal vielen Dank dafür, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hinterlasst uns, wie gesagt, gerne einen Kommentar oder einen Daumen. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, das freut uns natürlich. Uns werden viele Videos folgen. Wir haben viele Pläne und schon einiges umgesetzt. Das werdet ihr in der nahen Zukunft sehen, aber an der Stelle sagen wir erstmal, macht's gut, vielen Dank fürs Einschalten. Wir ziehen uns wieder warm an, gehen raus in unseren Garten, ja, in die Natur. Macht das auch. Das ist so schön. Nutzt es einfach. Habt eine schöne Zeit. Macht's gut. An der Stelle. Bis bald.